George! Dritte Spitze ist hier. Okay. Das heißt, wir können dieses Gebiet hier jetzt in Ruhe betreten. Oder uns mal den Boden angucken. Wow, ist hier eine Turmalin-Adler. Und alles andere ist hier auch. Hier ist zum Beispiel Silber. Hier ist jede Menge Gestein. Und eine Tafel. Mal sehen, was sagt die? Listen good and listen. Doch eine Tafel. Lass uns sehen, was auf ihr geschrieben steht. Der Beginn war verheißungsvoll. Jedem Clan wurde eine eigene Aufgabe übertragen. Die Menge an Drachenblut, die wir bisher gefunden haben, ist äußerst vielversprechend. Wir haben doch nicht sehr viel nicht sehr tief gegraben und trotzdem ist schon mehr gefunden, als wir je erwartet hätten. Wenn es so weitergeht, werden wir schon bald die Magier aus unserem Land vertreiben. Tja, und dann haben sie den Balrog geweckt. So, besser Holz pflanzen, denke ich wohl. Ja. Weg mit euch. Ihr werdet jetzt ersetzt. So. So. Nein, keine Pflanze. Das und das, bitte. Jo, Dorda braucht doch Level-Ups. Und du brauchst noch ein Level-Up, dann wirst du zum Forscher. Hier ist wirklich sehr viel Turmalin. So beuten wir einfach mal alles aus, was wir ausbeuten können. Zwei Tafeln haben wir gefunden, 12 Gegner besiegt. Haben schon über die Hälfte unseres Drachenblutes, das wir benötigen. Was wir jetzt bräuchten, wäre Titan. Und Obsidian. Und eben neue Trainingsfiguren. Ah, neues Silber. Und eine Goldader. Und ja, dann bleibt uns bald nichts anderes übrig, als in diesen Raum reinzugraben als nächstes. Oh, nebenbei sind noch Ressourcen hier übrig, ja. Man kann nie genug Steine haben. Vor allem, wenn man noch Steinbetten braucht. So. Kann ich eigentlich irgendwas ganz Tolles mit dem Drachenblut anstellen? Nein, ich bräuchte Marmor. Und für die Supertische bräuchte ich auch Marmor.
Und für die Supertruhe bräuchte ich Marmor. Ich könnte einen Festtagskranz aufhängen. Ja, es ist ja eh bald Weihnachten. Das wäre auch eine Idee, mal den Thronsaal ein bisschen förmlicher zu schmücken. Nur, dass die hinteren alle Holz kosten. Das könnte ich da zum Beispiel das große Gemälde, also Gold kosten, das könnte ich da hinten zum Beispiel das große Gemälde aufhängen. Haben wir ja so einen Wandteppich hier. Hier und hier die zwei Dinger. Und hier die zwei. Das macht doch schon was hin. Und ja, wir kriegen Holz. Und du wirst jetzt ein Gelehrter. Ups, die Leiter wollte ich anders hin haben. Hierhin nämlich. Und das ist auch wieder eine große Silberader. Ich brauche eine Brücke nach hier. Und dann hätte ich gerne noch das Silber hier. Ja, mit drei Gräbern geht das auf jeden Fall leichter. So, da macht man den Raum als nächstes auf. Während ich mich um mehr Training hier kümmere. So. Und ja, ist klar, dass unter der Silberader noch eine Goldader ist und unter dem hier noch eine Drachenblutader. Wir sind beim Trainieren, gut. Oh. Irgendwie hatte ich vergessen, dass da noch ein Loch ist. Was heißt, ich habe es vergessen? Ich habe es jetzt die ganze Zeit übersehen, dass da noch ein Loch ist. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Das Gold hier nehme ich auch gern mit. Hier hinter der Silberader ist noch mehr Silber versteckt. Nehme ich auch gerne mit. Hier ist nochmal Gold versteckt. Und war nicht hinter zu erwarten, dass unter dem Drachenblut noch mehr Silber ist. Und hier hinter ist auch nochmal Silber. Also ja, das ist eine schöne Stelle hier gerade, um an Gold und Silber da zu kommen. Zumal die Zwerge gerade hier ein bisschen eingesperrt sind. Ihr trainiert wieder. Fleißig. Ja, das heißt jetzt die... Obwohl Essensration und dann die beiden. Das wäre eine gute Idee. Der Plan ist ganz okay eigentlich. Wobei eigentlich auch die Gelehrtenspezialisierung wichtig wäre. Aber erst bei Essensrationen, dass die Leute mehr essen, beziehungsweise das Essen länger satt hält.
Und vielleicht ersetze ich dann demnächst mal die Radieschen noch durch Mais. Jetzt aber erstmal hier zubauen. Oh, neuer Raum. Oh, das ist jetzt putzig. George! Nicht böse gemeint, aber... Das ist jetzt... nicht der Rede wert eigentlich. Na komm. Tötet sie, bevor sie beide weiter töten. So. Dann können wir ja in den Raum hier irgendwie runterkommen. Hier ist noch mehr Silber. Noch mehr Silber ist immer gut. Hier ist noch ein Stein. Der Raum, da unten ist auch noch ein Raum. Und ja, hier drüben sind ganz viele Räume. Also werde ich mich wahrscheinlich erstmal auf die naheliegenden beiden Räume konzentrieren, bevor ich mich... Na, hier unten wäre auch noch ein Raum. Ah ja, den können wir dann irgendwann von hier drüben aus erreichen. Mhm. Werde ich mich erstmal auf die naheliegenden Räume konzentrieren und dann werde ich irgendwann bei den Vorposten arrangieren müssen. Dass meine Gräber nicht so weit zum Laufen haben und alles schneller vorangeht. Ja. So, Wohnbereich ist auch fertig. Naja, und noch ein Forschungs... Obwohl, wir können ja eigentlich gleich da die Gelehrtenforschung dann... Da haben wir den meisten Profit eigentlich draus gewonnen, aus Gelehrtenforschung. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier runter, um die Spinnweben wegzumachen. So am besten. So, mein Militär hat keinen Bock, Spinnweben wegzumachen. Dann gebe ich ihnen halt mal Bock drauf. So. George. Ey, wer hätte es gedacht, noch mehr Drachenblut. Also Drachenblut mangelt es uns wirklich nicht hier. So, Forschungsverbesserung. Oder guck mal, was steht auf der Tafel. Da ist doch eine andere Tafel. Lass uns sehen, was auf hier geschrieben steht. Der Clan ist in Aufgabe, es ist so tief wie möglich in den Berg hineinzugraben, kommt in letzter Zeit langsamer voran. Sie beschweren sich darüber, dass sie nicht schlafen können, dass sie Albträume hätten, in denen ihnen irgendwas zuflüstert. Bei Märte, wenn die Zwerge schon anfingen, sich über schlechte Träume zu beschweren, dann ist es kein Wunder, dass uns die Magier so weit zurückdrängen konnten. Naja, wenn dieses komische spinnenähnliche Viech da Albträume beschert, dann ist das verständlich. So. Ihr beide wieder zurück. Und wir bauen neue Trainingsfiguren auf.
So. Hier wollte ich eigentlich den Gang auch noch ein bisschen zumachen. Da kommen nachher die Trinksfiguren eben hier hin.